Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ich euch heute wieder begrüßen darf zu Let's Play World of Tanks mit einem Replay vom AMX M445 und diesen Panzer sieht man auch wirklich selten. Deswegen freue ich mich umso mehr, den mal wieder zu zeigen, wenn nicht sogar das erste Mal. Gespielt von Toxic Jay, so glaube ich wird er ausgesprochen, und er ist hier Top Tier 5er, 6er, 7er Gefecht. Ja, der AMX M445 ist so, ja, ich weiß auch nicht, also manche finden, der hat irgendwas, manche sagen einfach, das ist nur ein Kübel. Ich weiß es ehrlicherweise nicht, ich selber habe ihn nie gespielt, deswegen kann ich euch da meine Meinung nicht zu sagen. Auf jeden Fall, glaube ich, gibt es schlechtere, sagen wir es mal so. So, er selber wird sich jetzt wohl hier die 8er, 9er, 0er Linie klar machen, so wie es aussieht. Der will wohl Richtung Hügel hochfahren. Ah, der Sonnenuntergang. Oder Aufgang, ich weiß nicht, was es sein soll. Aber er spiegelt sich schön im Flüsschen. So, die ersten Gegner ploppen auf. Und hier ist ja der Hügel ein bisschen überarbeitet worden. Man sieht ja, der ist ein bisschen breiter zum Hochfahren, ein bisschen anders einfach. Aber grundsätzlich an der Charakteristik hat sich nicht viel getan. Der Crusader guckt da schon den ersten Blick. Und er kann sich hier den ersten Kill sichern. Hat der VK gut vorbereitet, muss man mal sagen. Und jetzt geht's weiter nach oben. Da der KV, auf den er kommt. Hier, jetzt muss nur aufpassen, dass der VK nicht runterfährt, aber das macht er nicht. Sehr gut. Na? Jetzt fährt er weg. Oh, schöner Hit. Da ist er weg. Zweiter Kill. 4 zu 0. Bis jetzt läuft's fürs Team sehr, sehr gut. Oh. Zwei Cromwells. Auto-Aim. Hat er versemmelt. Und jetzt von vorne. Das ist natürlich, da ist, muss er aufpassen. Der Richtschütze wurde ihm hier rausgeschossen. Ja, jetzt hat er die bessere Stellung gerade. Weil der Black Prince da so ein bisschen, ja, optimistisch da an die Sache rangeht. KV2 auch noch. Da kommt jetzt hier natürlich gut auf den Turm und nimmt auch den raus. Dritter Kill. Also der VK und der AMX hier machen zusammen eine gute Action. So, da drüben wäre jetzt noch ein TD. Genau, Cromwell. Zwei Cromwells und was haben wir dann noch? Das Nashorn, ja, also. Das Nashorn kommt da gut drauf, hat hier ein bisschen schnell geschossen. Ich glaube, ein bisschen, ja, vielleicht einfach ein bisschen mehr Ruhe gönnen. So, jetzt hat er, oh, in dem Augenblick fährt natürlich das Nashorn nach vorne. Cromwell schiebt von hinten an. Cromwell zieht sich zurück, auch da geht der Schuss ins Leere, jetzt drückt er weiter. Hat schon lange keinen Kill mehr gemacht. Ah, knapper Schuss. Ne, auch nicht. So, und da ist der Black Prince wieder. Den hat er so ein bisschen gefürchtet. MT25 Auto-Aim. Und den nimmt er aber jetzt raus. So, und jetzt drücken sie auf den Black Prince gemeinsam drauf, VK und er. Sehr richtig, sehr gut. Komm, 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 komm. Mach Hilfe ihm, Hilfe ihm, Hilfe ihm, Hilfe ihm, Hilfe ihm. Ja, genau. Das kann er ihm auch geben. Black Prince achtet nur auf ihn. Vielleicht rammt er ihn sogar. Rammt ihn hier. Jetzt hat er ihn angeschossen, beziehungsweise macht ihn jetzt weg. Jetzt kriegt er von unten den Schaden vom Cromwell. Cromwell lädt natürlich schnell nach, aber jetzt hat er eine exponierte Stellung. Nimmt das Nashorn raus. Sechster Kill, damit Krieger.
Der Crummel hier taugt nicht mehr zum Rausfahren. Will er jetzt echt den E2 da klar machen? Ja. Ah, nein. Schade. Hätte lustig werden können. Vielleicht einfach drauf rollen und dann wegschieben. So, jetzt bekommt er aber Schüsse von vorne. Muss also jetzt hier weiter unbedingt weg. So, jetzt guckt er ganz kurz nochmal schnell, wie schaut das aus. Gehe ich da unter, aber sollte eigentlich alles gut gehen. Ja, das ist, der Anstieg ist ordentlich, aber den schafft er. Und jetzt... Ja, der VK macht da ebenfalls eine sehr gute Action. Cromwell gegen VK, das dürfte der VK nicht überleben. Ja, ist weg. Vom T29-Final zerstört worden. Auto-Aim, hau da rein. Und versemmelt. Ja, jetzt nimmt er das erstmal leichtere Ziel. Prallt allerdings ab. Jetzt kommt der Cromwell rum. Jetzt will er es wissen. Cromwell ist hier sehr aggressiv, aber das wird mit dem Tode bestraft. Und jetzt der T29, auf den müsste jetzt wieder kommen. Genau, Gun Depression passt. Er kommt drauf und kettet ihn jetzt auch. So, er will hier noch nicht eigentlich durchfahren. Er will hier von hier noch erstmal eine Zeit lang schießen. Der Kater will kill me, please. Nein, natürlich killt er nicht. Was ist denn das für eine Was ist denn das für eine Frage? Warum will denn der zerstört werden? Da fahre ich doch zum Gegner und lass mich zerstören, aber doch nicht vom Teammate. Aber auch cool reagiert, negativ. Nee, läuft nicht. Und da, yes. Prall da ab. Bleibt aber hier oben jetzt stehen, dementsprechend kriegt er nochmal den Schuss drauf. Na, 62. Jetzt der T29 rennt noch rappellvoll. Schön am Campen. Auch da daneben. Jetzt komm, jetzt mach ihn den Killshot. Jetzt will er nicht mehr. Der ist jetzt schlecht, den nimmt er nicht. Jetzt nimmt er erstmal den. Da geht doch der Damage rein. So wie er es sich vorstellt. Und den killt er jetzt auch. Ach, zwei Gegner. Radley Walters, sage ich dann nur an dieser Stelle. Oder sogar eine Pools. Hm. So, T29 und der sitzt! Der sitzt und jetzt last but not least nur noch, was haben wir dann denn da? Den Jagdpanther. Ja, der wird wahrscheinlich auch an der gleichen Stelle sein, wo der T29 gerade hops gegangen ist. Und da ist er, auch noch grappelst voll. Der bekommt jetzt hier die Hits. Und jetzt hat er ihn. Und macht den Kill und macht die 10 Kills klar. Ja, sehr gute Runde von ihm. Erstmal hat er 3259 Schaden gemacht, hat auch noch 1971 unterstützt und nebenbei hat er mal 10 Kills gemacht. Sehr beachtenswert. Schöne Runde von dem Panzer, den man nicht so häufig sieht. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.